Babyboomer-Welle bricht über die deutsche Rentenversicherung einher. 9% mehr Rentenbewilligungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, was will man dazu sagen? Es ist klar, die Babyboomer kommen, sie gehen in Rente. Babyboomer bezeichnet einen bestimmten Geburtsjahrgang, einen bestimmten Geburtsdekade von Menschen, von vielen Menschen, die in Deutschland geboren wurden. Und die gehen jetzt so ganz langsam in Rente. Und erste Auswirkungen spüren wir schon. Deutsche Rentenversicherung geht schon ein bisschen in die Knie. Ja, 9% mehr. Bewilligte Renten im Vergleich im Jahr 2023, im Vergleich zum Jahr 2022 über 952.000 bewilligte Renten. Das sind 77.000 mehr als im Jahr 2022. Im Jahr 2022 betrug noch der Anstieg gegenüber 2021 nur 1,9%. Meine Damen und Herren, wie schafft das die deutsche Rentenversicherung? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann nur so viel sagen, dass die Welle noch nicht aufhört. Wir werden den Scheitelpunkt wahrscheinlich erst mit den Geburtsjahrgängen 1964, 65, 66 erleben. Da werden ganz, ganz viele Leute noch viel, viel mehr in Rente gehen und vor allen Dingen werden auch viele Leute in die vorgezogene Altersrente gehen, meine Damen und Herren. Ich sehe das so, dass hier auch aufgrund meiner Erfahrung, wie es jetzt in meiner Kanzlei so läuft, bei den Rentenanträgen, schlicht und ergreifend so ist, dass ich nur jeden raten kann, wenn Sie in Rente gehen wollen und können und es auch geplant haben, dann bitte wenigstens 6 Monate vor Rentenbeginn den Rentenantrag stellen. Vielleicht sogar auch schon ein bisschen früher, meine Damen und Herren. Ich gehe davon aus, dass die deutsche Rentenversicherung aufgrund ihrer Personalkapazitäten es nicht schafft, bei jedem rechtzeitig die Renten auch zu bewilligen, die hier beantragt worden sind oder beantragt werden, meine Damen und Herren. Bei der Regelaltersrente haben wir einen Anstieg von 8,7%. Das ist die Regelaltersrente, ist die Rentenart, die am meisten bewilligt wird, mit fast 400.000 im Jahr 2023. Brauchen wir ja nur 5 Jahre Beitragszeiten. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte liegt bei knapp 280.000 bewilligten Anträgen. Das sind 6,4% mehr. Ganz vorne dabei diesmal die Altersrente für langjährig Versicherte. Die ist angestiegen um 23.000 bewilligte Renten auf 212.600. Und das heißt also hier ein Anstieg von 12,3%. Aber auch die Altersrenten für schwerbehinderte Menschen sind um 10,5% nach oben gegangen. Das heißt aber nicht im Auszahlbetrag, sondern einfach nur in der Anzahl der bewilligten Altersrenten. Meine Damen und Herren, es ist schlicht und ergreifend so, dass die Babyboomerwelle jetzt angefangen hat und sie wird aber definitiv über die deutsche Rentenversicherung einbrechen. Und ich weiß noch nicht, wie die deutsche Rentenversicherung mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diesen Ansturm noch bewältigen kann. Ich kann nur hoffen, dass es funktioniert, dass jeder von Ihnen auch pünktlich dann seine beantragte Rente bekommen wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.